Es wäre ein Albtraum für die deutsche Demokratie. Russische Hacker dringen in unsere Netzwerke ein und manipulieren das Ergebnis der Bundestagswahl. Und nun, das alles scheint nicht mehr so unwahrscheinlich. Diesen Computerspezialisten jedenfalls gelang es mit erstaunlicher Leichtigkeit, eine Software zur Stimmenauszählung zu manipulieren. Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten anzugreifen. Ein besonders einfacher Angriff in diesem Fall ist, dass wir den Webserver übernehmen könnten. Der ist nicht besonders gut gesichert. Dort könnten wir manipulierte Update-Pakete hinterlegen, die dann von den einzelnen Wahlkreisen, von den Computern heruntergeladen werden. So einfach funktionierte es. Auf der Website des Herstellers des Programms PC-Wahl ist der Servicebereich mit einem Passwort geschützt. Doch das Passwort findet sich im Internet, denn ein anderes Unternehmen, das PC-Wahl vertreibt, hat es mal versehentlich veröffentlicht. Auf der Website dieser Firma findet sich dann eine Bedienungsanleitung für das Programm mit den Zugangsdaten zum Servicebereich des Herstellers von PC-Wahl. Nutzername, Service-Kennwort, PCW-Kunde. Damit kann man wichtige Teile der Software runterladen und dann die Stimmenauszählung manipulieren. Technisch ist die Manipulation der übertragenen Ergebnisse problemlos möglich. Auf einem anderen Blatt steht, ob diese Manipulation nicht innerhalb von Stunden oder spätestens Tagen bei der Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses dann auffallen würde. Dass eine solch wichtige Software so leicht zu knacken ist, erschreckend. Das Endergebnis der Bundestagswahl wäre damit aber wohl nicht verfälscht. Alle Ergebnisse werden nochmal händisch gegengecheckt und werden geprüft. Insofern ist, glaube ich, ein vielfach gesichertes System da. Dennoch, auch beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist man verärgert über die Panne. Denn die seit Jahren bei Wahlen eingesetzte Software PC-Wahl trage noch nicht einmal das staatliche Gütesiegel. Es ist nicht gut, dass wir bei Themen wie zum Beispiel bei Wahlen nicht BSI-zertifizierte oder auch andere nicht sicherheitszertifizierte Produkte auf den Markt bringen. Wir sind im Gespräch mit dem Unternehmen und drängen darauf, dass bestimmte Schwachstellen dementsprechend schnell geschlossen werden. Es ist höchste Zeit, denn es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als das Vertrauen in ein Kernstück unserer Demokratie.